Hallo zusammen. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr mit einfachen Mitteln eine Nisthilfe für eine spezielle Gruppe von Wildbienen machen könnt. Die Bienen nisten in markhaltigen Stängel und da kann man verschiedene Materialien nehmen, wie Holunder oder Brombeere oder Himbeere. Und in unserem Fall schneiden wir jetzt mal ein Stück Holunder abschneiden, damit ich euch das zeigen kann. Wenn ihr so einen Stängel abschneidet, müsst ihr euch darauf achten, dass ihr möglichst junge Triebe nehmt, die möglichst gerade sind. Bei denen sieht man schön, dass in der Mitte noch ganz viel markhaltiges Material vorhanden ist, wo sich die Bienen reingraben kann. Der Standort, wo ihr die markhaltigen Stängel aufstellt, sollte möglichst sonnig und trocken sein. So ein Zaun eignet sich sehr gut, weil man hier die Stängel direkt reinstellen kann. Den markhaltigen Stängel schneiden wir jetzt etwa 30 cm lange Stück, damit die Bienen auch genug Platz haben, um ihr Nest zu bauen. Die Stängel, die wir jetzt vereinzelt hier in den Zaun flechten. Wichtig ist dabei, dass sie senkrecht aufgestellt sind, weil die Bienen gerne von oben hineingehen. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr eigentlich schon eine einfache Nisthilfe für die Wildbienen, die markhaltige Stängel bewohnen, gemacht. Und spätestens im Sommer werden da verschiedene Insekten drin nisten gehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut.